Kapitel 3. Staatsfeind. Da bin ich ja mal gespannt. Joe's Apartment, 10. Februar 1945. Okay, geh ans Telefon. Sehr gut. Joe's Tempel der Lustbarkeiten, Vito am Apparat. Vito, hier spricht deine Mutter. Mama? Ich wusste gar nicht, dass du Joe's Nummer hast. Von wo rufst du überhaupt an? Hast du schon mit Mr. Pappalardo gesprochen, ob er einen Job hat für dich? Er hat gesagt, ich soll heute bei ihm vorbeischauen. Hoffentlich hat er Arbeit für mich. Gut, Vito. Viel Glück, mio Bambino. Okay, ciao, Mama. Ja, kleine Lügen, ne? Gut, geh zum Hafen von Southport und such dort Mr. Pappalardo auf. Gut, dann würde ich sagen, können wir noch mal hier das Made-Man-Pack ein bisschen nutzen und mit einem Smoking dorthin marschieren. Weiß gar nicht, welche. Wollen wir den ganz dunkel nehmen? Komm hier, das ist so businessmäßig. So ein bisschen grau. Ja, so kann man schon gehen. Finde ich gut. Sehen wir mal ein bisschen edler aus. Na, was machen wir denn hier? Hallo? Was ist? Läuft nichts im Radio? Kümmer dich um deinen Scheiß. Die Frau ist großartig. Wo geht's eigentlich nach oben hin? Kommt da noch irgendein Dachboden oder so? Nee, hier ist einfach nur eine Etage drüber, in der wir genau nichts finden. Okay. Wollt noch mal kurz schauen. Ja, hier stehen tatsächlich überall Namen dran. Finde ich gut. Ich frage mich, ob das dann vielleicht auch so eine Art Credits sind, also dass hier die Macher sich überall mit verewigen konnten. Oder ob das einfach nur irgendwelche ausgedachten Namen sind. Moment, steht hier irgendwas? Hausregeln, ah ja, übelstes Pamphlet, ist klar. Liest sich bestimmt auch jeder durch. Die Nachbarschaften hier sind einfach großartig. Wenn ihr den Mist nicht leiser stellt, rufe ich die Polizei! Ja, sympathisch, sympathisch. Okay, lassen wir ihn noch ein bisschen klopfen und gehen dann einfach mal von dannen. Wenn ihr den Mist... Gut, hol deinen Wagen aus der Garage. Jetzt mal ohne Joe, das finde ich auch mal ganz nett. Da wird mir nämlich nicht immer dazwischen gequatscht. 1 von 10? Was? Wir können 10 Autos in der Garage abstellen? Na gut, von mir aus habe ich nichts gegen. Ist okay. So, reparieren brauchen wir nicht, glaube ich. So viel haben wir nicht an Schaden an der Karre. Nehmen wir den einfach mal. Ah, der sieht so eisig aus. Und gucken mal los zu Signore Pappalardo am Hafen. So, ist ganz schön mal ohne Joe unterwegs zu sein. Ich frage mich, ab welchem Punkt wir dann auf Tommy stoßen werden und ob wir ihn wirklich bloß umbringen oder ob da vielleicht vorher noch ein bisschen was anderes ist. Denn wenn ich mich recht entsinne, war es im Epilog von Mafia 1 so, dass Tommy ja im Zeugenschutzprogramm war und dann, halt, der fährt links rum, da lassen wir ihn auch mal. Und dann einfach nur 2 Leute zu Besuch kamen und ihn fragten, ob er das ist und ihn dann einfach erschossen haben. Also ziemlich kurzer Prozess eigentlich. Theoretisch dürfte da eigentlich ja nicht so viel kommen dann demnach. Aber mich würde halt auch interessieren, ob dann vielleicht noch mit Tommys Familie irgendwas ist. Er hatte ja eine Frau und, wenn ich mich recht entsinne, auch eine Tochter gehabt. Ne? Was, eine Tochter? Ich glaube schon. Genau. Und würde mich irgendwie freuen, wenn man da noch ein bisschen was wieder erlebt mit denen oder da irgendeine Verbindung vielleicht findet zu alten Charakteren aus dem Spiel, wobei ja so gut wie jeder gestorben ist. Von daher weiß ich nicht, ob da so viel dann sein wird, was man da treffen kann an Leuten. Werden wir sehen, werden wir sehen. So ein paar Links zum ersten Teil wären aber schon nicht schlecht, finde ich. So, bei den Bullen möchten wir vielleicht mal ein bisschen auf die Bremse treten, wobei ich nicht weiß, wie schnell können wir denn hier auf dem Highway eigentlich fahren. Gut, 60 sind auf jeden Fall drin, der Bulle fährt auch nicht langsamer. Ziehen wir mal an ihm vorbei. Geht schon, geht schon. So, bleiben wir links, okay. Da ist schon ein Stück weiter diesmal, was wir fahren müssen, wa? Aber wir sind schon in Southport, wir sehen auch schon da hinten die Kräne. Hier sind schon die Hafenanlagen. Details, die sind gleich da.
Verfolgung von Raser aufgenommen. Was? Wie hast du mich gesehen, bitte? Oder schauen wir mal. Oh fuck. Da hat sich die Karre weniger um die Ecke bewegt, als sie sollte. Na, schauen wir mal, was Mr. Pappalardo so für einer ist, nicht wahr? Bin ich auch mal ein bisschen gespannt. So, reicht das schon, um ihn loszuwerden? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Wahrscheinlich oben. Vielleicht reicht das ja, um die Bullen loszuwerden. Ich weiß es nicht. Ja, tatsächlich. Sehr gut. Kennen wir den nicht aus dem Intro? Den Schmierlappen hier, den dicken? Der kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Hey, mach die Tür zu, es zieht. Was willst du? Tja, ich suche Mr. Pappalardo. Ach ja? Wieso? Ich heiße Vito Scaletta. Mein Vater hat für ihn gearbeitet und ich suche einen Job. Darum bin ich hier. Tja, dann bist du hier richtig, Söhnchen. Federico Pappalardo steht zu Diensten. Du kannst direkt zu mir sagen. Ich glaube, ich kenne deinen Vater noch. Guter Mann, hat nur gesoffen wie ein Loch. Wie geht's ihm denn so? Er ist tot. Oh, naja. Irgendwann müssen wir alle abtreten, oder Steve? Sicher, Derek. Du brauchst also Arbeit, hä? Hast Glück, Junge. Wir haben gerade eine neue Ladung bekommen, die gelöscht werden muss. Steve wird dir alles zeigen. Und jetzt verzieh dich, mein Steak wird kalt. Ich mag das Outfit. Komm mit. Und der erinnert mich vom Aussehen her so ein bisschen an Jason Statham für Arme irgendwie. Liegt ja mitten auf dem Weg einfach mal ein Playboy rum. Auch interessant. Info an, das finde ich schön. Ach so, okay, das ist dann Kapitel 3, Staatsfeind, Playmate 18. Ach, okay, wir finden überall also die Playboy-Hefte. Das hätte mir natürlich mal jemand sagen müssen, dass man hier auch so ein paar lustige Sachen findet. Dann hätte ich mal eher danach geschaut, denn ich glaube, ich habe schon das eine oder andere gesehen. Ich wusste bloß nicht, dass die zum Aufsammeln sind. Na gut, dann wollen wir mal Jason Statham hinterherlatschen und schauen, was es zu arbeiten gibt hier. Nein, ich trinke eigentlich den Stapel Kisten hier auf den Laster. Wenn du fertig bist, gibt's 10 Mäuse. Wenn was verloren oder kaputt geht, gibt's nix. Jetzt fang an und lass dir nicht den ganzen Tag Zeit. Aha, großartig. Lade die Kisten auf den Truck. Na, dankeschön. Ich bin nicht richtig angezogen dafür. Gut, sehr verwirrend gerade. Oh nein, der schleicht auch noch so. Das erinnert mich auch an Mafia 1, als wir im Hafengebiet den Bruder des konkurrierenden Dons, von dem ich den Namen gerade vergessen habe, töten mussten. Dort mussten wir ja auch mal Kisten schleppen, weil wir nicht auffallen durften. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Die Tür ist offen, du kannst gehen, wenn du genug hast. Finde ich gut. Nein, wir arbeiten noch. Das kann ja heiter werden. Wer will denn den ganzen Tag Kisten schleppen, verdammt? Komm, wir machen mal ein bisschen. Ich finde gerade ein bisschen merkwürdig, dass wir unten einen Feind angezeigt kriegen auf dem Radar. Was ist denn das für einer? Ich sehe aber auch nichts da hinten. Na gut, was soll's. Ganz praktisch, dass er gleich von alleine hier die Kisten richtig an. Mann, und das alles für lausige 10 Kröten? Das ist doch ein Witz hier. Und Vito hat eine klasse Arbeitsmoral, muss ich mal so feststellen. Okay, Waffen sind ja nicht erlaubt, stand gerade da, weil ich gerade ans Scrollrad gekommen bin. Wollte ich eigentlich gar nicht. Gut, wie viele müssen wir denn noch? Ich hoffe nicht wirklich alle, das wäre schrecklich. Ansonsten muss ich mal... Wie stehen ihr das durch? Ich mach's erst seit 5 Minuten und könnt schon kotzen. Ansonsten muss ich mal schauen. Er lässt ja zumindest immer mal einen lustigen, missmutigen Spruch ab, das ist ja schon mal was. Aber irgendwie ist er auch der einzige Arbeiter hier, habe ich das Gefühl, der irgendwelche Kisten verschleppt, ne? Ich meine, hier gibt es welche, die ein bisschen an den Booten rumvorwerken, aber ansonsten... Wäre doch schön, wie immer wieder oben der Hinweis auftaucht. Die Tür ist offen, du kannst gehen, wenn du genug hast. Ich finde, der sollte noch größer werden und immer weiter in die Mitte rutschen, damit man das auch immer mehr sieht. Wahrscheinlich sollen wir auch gar nicht hier die Arbeit machen vom Spiel her, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Aber gut, wir machen das einfach mal. Wir sind doch ehrliche Bürger, wir wollen nicht zur Mafia. Nein. Deswegen spielen wir ein Spiel, das Mafia heißt. So, nächste Kiste. Weiter geht's. Wisst ihr was? Ich brauche die paar lausigen Kröten nicht. Okay, damit hat sich das erledigt. Wir können sowieso nicht weitermachen. Gut, dann bleibt uns wohl nichts als zu gehen, würde ich sagen, ne? Schon fertig? Ja, fertig. Und das Geld können Sie behalten. Als ich sagte, ich brauche einen Job, meinte ich keine Sklavenarbeit. Wie du meinst, dann verpiss dich, du Penner. Und lass dich hier nie wieder blicken. Ha. Bei Barbaro und Co. kann ich 100-mal mehr verdienen. Warte mal, sagtest du Barbaro? Joe Barbaro? Ja, na und? Scheiße, niemand, der für Joe arbeitet, würde für einen Apfel und ein Ei Kisten schleppen. Willst du mich verarschen? Komm mal mit. Joe lässt arbeiten? Das heißt, man kennt ihn? Klingt ja so, als ob der sich doch schon einen kleinen Namen gemacht hätte, oder? Na gut, schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt, was Mr. Pappalardo jetzt so von sich geben wird. Was ist? Das Jungchen steht nicht auf körperliche Betätigung. Willst du mich verarschen? Sagt, er arbeitet für Joe Barbaro. Blödsinn! Wer würde denn Kisten schleppen, wenn er für Joe arbeitet? Das musst du mir jetzt mal ein bisschen genauer erklären, Söhnchen. Komm, schieß los. Meine Mutter will, dass ich mir eine ehrliche Arbeit suche, aber... aber hier verdiene ich einfach nicht genug. Weiber sind doch alle gleich. Oder, Steve? Sicher, Derek. Bestimmt meint sie, dass Joe ein schlechter Umgang für dich ist, habe ich recht? Meine Mutter war genauso und schau, was aus mir geworden ist. Gewerkschaftsboss. Ich habe das ganze verdammte Hafengebiet unter Kontrolle. Wie geht's Joe? Ich denke mal ganz gut. Wie hast du ihn kennengelernt? Na, wir sind in der gleichen Gegend groß geworden. Ich bin gerade aus dem Krieg zurück und bei ihm untergekommen, bis ich wieder Fuß gefasst habe. Hör zu, du wirst verstehen, dass ein Mann in meiner Position vorsichtig sein muss. Sicher. Dann hast du sicher nichts dagegen, wenn ich Joe anrufe. Nur zu. Wo habe ich denn seine Nummer? Ah, da ist sie ja. Kein Raum für Fehler, würde ich denken. Oder Missverständnis. Er ist vielleicht nicht da. Das wäre gar nicht gut. Wofür Vito ja nichts könnte eigentlich, aber gut. Hi Joe, hier ist Derek. Hör mal, hier ist so ein Grünschnabel. Wie heißt du nochmal? Vito. Vito. Er sucht einen Job und sagt, er wäre ein Freund von dir. Ein guter Freund. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Aha. Okay. Kriegsheld und alles. Gut, alles klar. Danke, Joe. Wir sprechen uns später. Entschuldige, mein Sohn, musste sein. Joe sagt, du kommst gerade aus Italien zurück. Du brauchst ein anständiges Auskommen. Wenn du ein bisschen über Tarif verdienen willst, habe ich was für dich. Die Jungs hier im Hafen sollen eigentlich eine monatliche Gebühr fürs Haare schneiden zahlen, aber die Hälfte von ihnen blecht nicht. Ich brauche jemanden, der ihre Zahlungsmoral hebt. 10 Mäuse pro Mann. Und wenn sie keinen Haarschnitt wollen? Tja, dann musst du sie zu ihrem Glück zwingen. Verstehe. Und wenn einer Ärger macht? Dann schlägst du ihn kurz und klein. Sagen wir, du erteilst ihm eine Lektion, aber so, dass er morgen wieder zur Arbeit gehen kann. Deshalb lassen wir da auch den guten Steve nicht ran. Oder, Steve? Sicher, Derek. Wenn du mindestens 150 eintreibst, gebe ich dir 50. Das ist doch kein schlecht verdientes Geld dafür, dass du an der frischen Seeluft bist und neue Bekanntschaften schließt. Na, wie wär's? Klar, hey, besser als scheiß Kisten schleppen. Okay, dann also los. Und sieh, was aus ihm geworden ist. Ein fetter, schmieriger Drecksack. Treibe Dereks Geld von den Hafenarbeitern ein. In Ordnung, eigentlich nicht so unbedingt mein Ding und ich find's auch nicht so pralle, dass Vito das ohne mit der Wimper zu zucken einfach machen will. Aber na gut, was soll's. Los geht's. Ich komm wegen der Kohle für den Haarschnitt. Hey, was ziehst denn du hier für eine Show ab? Die, bei der man zahlt und dafür keinen Ärger kriegt. Hast du ein Problem damit? Ich hab ein Problem mit dir. Und jetzt verzieh dich, bevor ich dir eine reinhaue. Ich glaube, das wird nicht passieren. Okay, vielleicht doch.
Oh, das ging schnell. Hast du dein Scheißgeld. Schön, dass du es dir anders überlegt hast. Okay, finde ich gut, dass das relativ schnell geht. Ich dachte, wir müssen jetzt wieder so einen langgezogenen Kampf machen. Ich hoffe, dass nur ein paar davon hier kämpfen wollen, weil es bei 15 Leuten noch ein bisschen anstrengend wäre. Hey, Kumpel. Derek meint, du sollst den Haarschnitt bezahlen. Oh ja, muss ich vergessen haben oder so. Das nächste Mal zahl pünktlich, okay? Danke. Der sah schon so aus, als ob er nicht kämpfen will. Hey, Derek will das Geld für den Haarschnitt. Und der auch nicht. Klar, hier, ich will keine Probleme. Ah. Nächstes Mal nicht wieder auf den letzten Drücker. Wie überraschend. Einer von den Bombers? Hey, Kumpel. Derek meint, du sollst den Haarschnitt bezahlen. Hey, Arschloch. Ich bin nicht in Stimmung. Geh mir aus den Augen, bevor es dir leid tut. Keine Chance, Kumpel. Derek will seine Kohle. Derek kann mich mal. Was soll der Fettsack schon machen? Mich abmurksen? Hey, das hast du gesagt. Warum versuchst du es dann nicht, Arschloch? Zeit für den richtigen Kampf. Okay, lass mich gar nicht erst hier zum Angriff kommen. Das sollten wir noch hinkriegen, oder? Jetzt aber ins Gesicht. Komm schon. Natürlich, er weicht nach aus, während ich hinter ihm stehe. Ist klar. So, gibt's mal einen schweren Treffer. So, müssen wir halt mal wieder ausweichen. Kein Problem, kriegen wir hin. Und jetzt rein. Hast du immer noch nicht genug? Bleib liegen. Okay, hat noch jemand ein Problem damit, seinen scheiß Haarschnitt zu zahlen? Keiner. Alles klar. Haben sie es doch ein bisschen abgekürzt. Das Spiel macht es einem wirklich sehr bequem, dass man halt nicht diese ganze Sammelarbeit machen muss. Den Vogel lassen wir einfach mal liegen hier. Bring das Geld zu Derek, kein Problem. Der hat schon geblecht. Ja, die haben alle schon geblecht wahrscheinlich jetzt, oder? Nehme ich mal so an. Na gut, lassen wir sie alle mal weiterarbeiten und gehen hoch zu Derek. Wenn ich mir überlege, dass Vito für das Verladen der Kisten... Oh, interessant, die sind jetzt auch schon verladen, von irgendjemandem verladen wurden hier. Dass Vito für das Verladen der Kisten insgesamt 10 Dollar gekriegt hätte, ist es schon ziemlich heftig, dass die alle 10 Dollar für ihren Haarschnitt bezahlen müssen. Aber gut, was soll's. Hier ist das Geld, Boss. Gute Arbeit. Hier ist dein Anteil. Wie du das mit Bill geregelt hast, beeindruckend. Steve hätte sich beinahe eine blutige Nase geholt, als er sich mit ihm angelegt hat. Oder, Steve? Sicher, Derek. Hier ist eine Sondergratifikation. Danke. Dafür, dass du den Kerl zur Raison gebracht hast. Jetzt verschwinde, Jungchen. Ich muss wieder an die Arbeit. Und sag deiner Mama einen schönen Gruß von mir. Sag ihr, du bist ab sofort mein neuer Assistent. Ja, mach ich. Wir sehen uns. Und Vito, hätte ich fast vergessen. Joe hat eine Nachricht für dich. Du sollst ihn bei Freddy's treffen. Okay. Das war's für heute. Du hast doch gerade einen Job erledigt. Gönn dir eine Pause, Mann. Im Moment steht nichts mehr für dich an, Kleiner. Okay, wir werden dann hier also wahrscheinlich auch Nebenaufträge kriegen. Gehen wir gleich mal hier raus. Gut, ich weiß nicht, ob es so toll ist, der persönliche Assistent von diesem Derek zu sein. Aber zumindest ist Mama damit ja schon mal zufriedenzustellen, weil sie ja wollte, dass wir zu Signore Pappalardo gehen. Und das haben wir jetzt abgearbeitet.